Diese Geschichte erinnert an das Märchen vom Frosch, der sich in eine schöne Prinzessin verwandelt, nur dass es sich um ein interessantes Tier handelt. Als ein Mann in seinem Stockwerk ankam und den Aufzug verließ, fand er auf dem Boden einen kleinen Klumpen, der seltsame Geräusche von sich gab. Und es schien kein Kätzchen zu sein, kein Welpe, keine Ratte, sondern etwas ganz anderes. Der Schwanz ist klein, der Kopf länglich, der Rumpf lang, die Beine kurz. Man kann nicht sagen, was für ein wunderbares Ding es ist. Aber der Mann konnte das arme Tier nicht seinem Schicksal überlassen, also nahm er es mit nach Hause. Übrigens hielt dieser Mann den Eingang immer sauber, goss die Blumen, die dort wuchsen, und stellte auch Mülleimer auf, damit die rauchenden Nachbarn keine Zigarettenstummel auf den Boden warfen. Aus Gründen der Ordnung konnte unser Held auch kein Tier im Hauseingang zurücklassen. Er wickelte das neugeborene Tier in ein Brötchen und nahm es mit in seine Wohnung, um der Ehre Genüge zu tun. Der Mann wusch das zarte Bündel sorgfältig und versuchte herauszufinden, wer es war. Dann nahm er das Findelkind mit in die Küche, um es zu füttern. Nach seiner Erfahrung mit der Fütterung von Katzenbabys entschied sich der Mann, dem Tier mit einer Pipette warme Milch zu geben, und es schien die richtige Entscheidung gewesen zu sein, denn gleich nach einer Portion des nahrhaften Mittagessens schlief das dankbare Baby sanft ein. Ein paar Stunden später wartete das gleiche Abendessen auf das Baby, und nach einer Woche Pflege und Fütterung war es deutlich gewachsen und hatte Haare bekommen. Der Mann wählte einen passenden Namen für das Baby, Lucky, denn das Glück lächelte dem Tier wirklich zu, als es von einem so freundlichen und fürsorglichen Menschen aufgenommen wurde. Und nach einiger Zeit, als das Tier endlich erwachsen war, wurde klar, was für ein beispielloser Klumpen in die Hände unseres Helden gefallen war. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Barguzin-Zobel handelte, den der Mann nicht an seinem Hals band, sondern als neues Familienmitglied in seinem Haus gelassen hatte. Aber wie der Zobel in den Hauseingang kam, bleibt ein Rätsel. Ein weiteres Rätsel ist der deformierte Teil der Hinterpfote des Tieres, der es ihm unmöglich macht, längere Zeit über Schneeverwehungen zu laufen. Auf jeden Fall ist klar, dass nicht nur der gerettete Zobel Glück hatte, sondern auch sein glücklicher Besitzer.